Ich mache diesen journalistischen Beitrag hier eigentlich nur aus einem Grund. Viele von euch finanzieren einmal in Euro und dann kommt eben sowas bei raus. Und doch seht selbst. An alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. So direkt, so offen, so ehrlich habt ihr mich noch nie erlebt. Und wie das bei Kindern eben so ist, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Niklas Lotz, ich bin 21 Jahre alt. Dieses Video ist an alle gerichtet, die sich gerade noch sehr sicher fühlen. Denn wie ich ja weiß, gibt es auch Leute, die sich mit mir befassen. Heute gibt es die Entlarvung und ich werde in diesem Video beweisen, ja, ich habe es ja groß angekündigt und viele von euch haben darauf schon gewartet. Und deswegen finde ich jetzt mal einfach meine Abrechnung mit angeblichen Wahrheiten, dass man mal ein Video machen muss, wo man Kritik äußert, wo das Fazit dann eigentlich nur lauten kann, das Ziel der Provokation. Und davon war jetzt zum Beispiel, ihr erinnert euch sicherlich noch, es ist gar nicht so lange her. Das ist alles in den letzten Wochen passiert, das sind alles aktuelle Fälle. Und kaum habe ich das gesagt, tritt das auch schon ein. Ich muss noch viel offener hinterfragt werden, als es ohnehin schon so ist. Und ich sag nur, willkommen in der Realität. Ich kann bockig werden, wenn das nicht passiert. Und darüber müssen wir wirklich sprechen. Recht glaube ich nicht so viel, wenn ich sage, nach diesem Video gibt, wo es Beleidigungen, wo es Hetze, Diffamierungen gibt, ich will es hier ganz klar in dieser Analyse anmerken, Niklas Lotz, der lebt von gezielter Provokation, der lebt von gezielter, kalkulierter Geschmacklosigkeit. Der Junge macht nichts anderes, als extremen Populismus mit Clickbait zu verbinden. Gefahr, Claudia Roth rastet aus, unfassbar, gigantischer Skandal im Bundestag. Ist das wahr? Regierung dreht durch. Merkel gesteht Schockierendes. Extreme Manipulation bei ARD und ZDF. Gefahr, Regierung plant Unfassbares. Schock, Merkels Virologe rutscht die Wahrheit raus. Und es ist wirklich ganz klar, es muss an dieser Stelle kommuniziert werden. Es liegt mir schon lange auf der Zunge, das so zu sagen. Niklas Lotz. Okay, wenn man etwas einmal falsch macht, dann war es ein Fehler. Aber wenn man den gleichen Fehler bewusst nochmal macht, also war es eben kein Fehler mehr, sondern dann ist es Absicht. Und das ist so ein Niklas Lotz. Plumpe Hetze verbreiten kann, wo man wirklich dokumentiert hat, das sind ganz klar Beleidigungen. Und ich sag mal, es ist was ganz Freches eigentlich, dass er irgendwelche anderen Menschen in der Gesellschaft beleidigt und wirklich heruntermacht, eigentlich schon mobbt, muss man sagen, die ihm eben nicht passen. Man hat meiner Meinung nach keine Sonderrechte verdient. Mit Kritik kommen Niklas Lotz nicht wirklich gut klar, das hat man schon sehr oft in der Vergangenheit gesehen. Das ist, wie gesagt, eigentlich das Traurigste an dieser Geschichte. Dann teilt wirklich dieses Video überall und lasst uns ein Zeichen setzen. Es gibt Grenzen des Anstands, es gibt Grenzen des Respekts, es gibt Grenzen der Menschlichkeit und die muss man einhalten. Das ist, wie gesagt, eigentlich das Traurigste an dieser Geschichte. Danke an alle, die dieses Video teilen.